Dieses Stück, was wir jetzt vor uns haben, ist wohl objektiv das schwerste Stück der ganzen Philosophie Kants. Es ist also niemand dafür zu tadeln, wenn er das Erlebnis dabei hat, er verstehe das nicht. Fast eher würde ich die tadeln, die das Erlebnis haben, dass sie es verstehen, denn dieses Erlebnis kann eigentlich kein wahrheitsgemäßes sein. Ich gehe also von der Hypothese aus, von der Interpretationshypothese, dass man diesen Text allerdings verstehen kann, dass er allerdings einen ziemlich klaren Sinn hat und dass die Probleme, bei denen Kant vielleicht auch selbst nicht bis zur vollen Klarheit gekommen ist, solche Probleme sind, bei denen gewissermaßen die Grenze der Möglichkeit menschlichen Verstehens für diese Dinge bisher erreicht worden ist. Es kann sein, dass man das dann doch noch auflösen kann. Ein Versuch in dieser Richtung weiterzudenken ist zum Beispiel von Fichte gemacht worden, woraus dann der ganze deutsche Idealismus entstanden ist. Man kann es im Sinne von Fichte weitertreiben wollen, das werde ich nur hier gar nicht versuchen. Aber jedenfalls meine Interpretationshypothese ist, dass der Interpret, in diesem Fall also ich oder Sie, wenn Sie mir darin folgen, dass der Interpret keine Chance hat, die Dinge, von denen hier die Rede ist, besser zu verstehen als Kant. Das ist die Interpretationshypothese, von der ich anfange. Und diese Hypothese kann ich vielleicht unabhängig von dem Spezialfall generell erläutern. Ich würde sagen, solche Philosophen, die zu interpretieren lohnt, sollte man immer so lesen, dass man zunächst einmal die Voraussetzung macht, dass wenn man den Philosophen an irgendeiner Stelle nicht versteht, man selbst daran schuld ist, dass man noch nicht verstanden hat, wovon er redet. Jede Interpretation, die davon ausgeht, dass der Interpret die Sachen besser wisse als der interpretierte Autor, ist a priori nach meinem Empfinden verdächtig. Das kann man sich ja a priori klar machen. Die Philosophen, die man überhaupt liest, haben die Probe der Jahrhunderte bestanden. Das sind sicher bedeutende Köpfe. Ob man selbst ein ebenso bedeutender Kopf ist, ist a priori unwahrscheinlich. Eine der großen Gefahren unseres Denkens ist heute gerade die, dass das Denken, also im Sinne des philosophischen Denkens, keinen wirklichen ursprünglichen Bezug mehr hat zur Überlieferung. Und durch den merkwürdigen Tatbestand, dass man heute in der modernen Welt die Wissenschaft selbst für eine Art von Religion hält. Heute kann bei uns jeder mit einem Radioapparat oder mit dem Fernsehapparat operieren, ohne dass er weiß, welche physikalischen Gesetze dahinter stehen, ohne dass er weiß, welche Methoden für die Erforschung dieser Gesetze notwendig waren. Methoden, die im Grunde in ihrem eigentlichen Gehalt heute vielleicht nur 5 oder 6 Physiker verstehen. Sie haben noch eine andere Bemerkung, wo Sie auf Ihr eigenes Land Bezug nehmen und sagen, dass Ihr Land und Ihr Volk zu den unterentwickelten Völkern gehöre. Wenn man von unterentwickelt spricht, muss man immer fragen, welches Ziel ist gedacht für die Entwicklung? Nach der heutigen Auffassung der europäischen und amerikanischen bedeutet Entwicklung, das heißt zunächst zu einer modernen technischen Welt. Von diesem Gesichtspunkt aus würde ich sagen, dass Ihr Land aufgrund seiner alten und ständigen Überlieferung hochentwickelt ist, demgegenüber die Amerikaner mit ihrer Technik und ihren Atombomben unterentwickelt sind. Aber diese Selbstbesinnung ist eben, wie ich schon in den anderen Fragen erwähnte, dadurch erschwert, dass wir heute nicht nur in Deutschland, sondern in Europa überhaupt kein eindeutiges, gemeinsames, einfaches Verhältnis zur Wirklichkeit
und zu uns selbst haben. Das ist der große Mangel, in der westlichen Welt steht und ist mit ein Grund der Verwirrung der Meinungen in den verschiedenen Bereichen.